Ich möchte euch da die ersten Boten von der großen, oder besser gesagt von einer großen Fetthenne zeigen. Also in dieser Familie gibt es mehrere Unterarten. Ich nehme jetzt an, dass die dann im Herbst bzw. zu ihrer Blütezeit einen unauffällig gelb-grünlichen Blütenstand bilden wird. Die Pflanze ist essbar, wenn das so jung ist. Schaut mal, das ist ganz weich und saftig. Der Blattaufbau schaut da schon fast wirtelig aus, so wie wenn es so eine Rose oder Quirlen wären. Und ihr seht, die Blätter stehen sich nicht gegenüber, also sind wechselständig und sind immer wieder aufsteigend, spiralförmig angeordnet, was eben dann dieses gesamte Bild von oben ergibt, was ein bisschen vom Aufbau an den Seidelbast seine Blätter erinnert. Im Vergleich zum Seidelbast ist die Pflanze eben gut essbar, ganz weich, also da ist nichts holzig oder ledrig und ja, also ab in den grünen Smoothie damit. Ich reiß da nochmal eine aus, weil die geht eh mit heim für den Mittagssmoothie und zeige euch das dann nochmal so. Und ja, nachdem es ja die ersten Boten nochmal gezeigt werden soll, also so schaut das aus, wenn das ganz jung aus dem Boden kommt, ist eine mehrjährige Pflanze und wächst dann, kann bis zu einem halben Meter hoch werden.